ist alles schon ein bisschen fortgeschritten hier bei mir in der Wohnung. Und ich werde immer wieder gefragt, tut dir das denn gar nicht leid, tut dir das denn gar nicht weh? So Möbelstücke haben doch auch da Emotionen oder du verbindest damit Emotionen. Ganz kurz, ab und zu kam das zwar, aber ich habe es mir ehrlich gesagt viel schlimmer vorgestellt. Meine Wohnung wird immer leerer, so ein Gefühl von Befreiung. Je mehr Luft jetzt hier in diese Räumlichkeiten kommt, dadurch, dass immer mehr Möbel verschwinden, desto mehr kann ich atmen, habe ich das Gefühl. Bei mir stoße ich an Grenzen, nicht mit Möbeln, sondern mit Kleidung. Ey, das ist so schwierig, weil ich dann denke, oh, aber das Oberteil ist ja auch voll schön und die Hose auch. Und für warm, für kalt, für mittel. Für kalt, mittelwarm, für schick, für nicht schick, für gammel, für Yoga, für dies, das. Und auf einmal habe ich dann doch wieder voll viele Sachen gehabt. Und dachte, das passt bestimmt nicht alles in den Bulli. Heute kommen wieder ein paar Leute und ich muss sagen, ich habe so tolle Erfahrungen gemacht jetzt die letzten Tage. Ist ja wirklich nicht viel Zeit vergangen von dem Zeitpunkt ab, wo ich mir überlegt habe, dass ich das mache jetzt wirklich. Die Zelte hier abbreche und bis zu dem Zeitpunkt, dass ich jetzt hier aus meiner Wohnung dann ausziehe. Also das sind insgesamt nur 3 Wochen. Und manchmal kommen Zweifel, dass ich dann denke, ah, krass, du kriegst das nicht hin. Du wirst am 31.07. mit deinem Vermieter hier Wohnungsübergabe machen und die halbe Bude steht noch voll und du wirst deine Kaution nicht kriegen und dies und das und das und das, so Horrorstories. Manchmal kommen dann Leute hier auch rein und sagen dann so, wie willst du das schaffen? Aber egal, ich lasse mich nicht entmutigen. So, dass ich festgestellt habe, dass ich wirklich auch total tolle Bekanntschaften gerade mache, ja, weil meine Tür ist echt so viel offen gerade. Also ich habe so das Gefühl, dass ich seit ein paar Tagen so Tag der offenen Tür jeden Tag habe, von morgens bis abends. Und ich musste das echt so koordinieren und das würde ich euch echt auch empfehlen. Also wenn ihr sowas macht, so eine Wohnungsauflösung, das ist echt fast wie, also je nachdem natürlich, wie ausgestattet man ist zu Hause, aber ich hatte hier echt schon voll eingerichtet alles. Das ist fast wie ein Job, ja. Also du bist irgendwie den ganzen Tag nur in eBay und ich habe halt in eBay Kleinanzeigen. Das läuft ganz gut geschaltet. Dann aber auch eBay ganz normal zum Ersteigern. Dann irgendwie auch so einer Gruppe vom Ort. Das läuft aber irgendwie gar nicht, weil da werden echt 100.000 Möbelstücke jeden Tag gepostet und die Leute blicken, glaube ich, selber gar nicht mehr durch und sehen es dann gar nicht mehr. Du bist innerhalb von ein paar Sekunden bist du wieder ganz unten und keiner sieht dich. Also habe ich jetzt also keinen Erfolg mit gehabt. Ja, aber dann auch ganz viel durch Erzählungen, ne? Weil ich dann Leuten gesagt habe, ja, wenn jemanden kennt, dann hat der eine den Nachbar geschickt oder die andere wieder eine Freundin, eine Bekannte, eine Arbeitskollegen. Ich wollte euch jetzt gerade mal zeigen, wie es jetzt mittlerweile bei mir aussieht. So, ein wenig chaotisch sieht das aus, ein wenig ist gut, aber da stand vorher mein Sekretär und irgendwie dachte ich, oh, der ist ja voll leer, da ist nicht so viel drin, aber zack, duff. Hier ist mein kleiner Schrein. Ich bin ja Buddhistin seit 6 Jahren, praktiziere. Der steht natürlich jetzt viel zu niedrig. Der stand vorher auf der Kommode weiter oben. Aber das ist jetzt okay. Genau, da muss ich auch nochmal schauen, wie ich den dann in den Bulli kriege. Entweder den, ich habe noch einen anderen, dass der da auch fest installiert ist. Mausi, du bleibst da, gell? Ja, du kommst mit mir, gell? Nicht ohne mein Wauwau, gell? Auf meinem Balkon hat es auch schon sehr gelüftet. Gartenmöbel wurde abgeholt. Ich mache hier jetzt gerade voll den Waschmarathon, weil ich weiß, dass ich ja dann die nächste Zeit entweder irgendwie im Bulli wasche oder in irgendwelchen Waschsalons. Und meine Waschmaschine wird nämlich heute Abend abgeholt. Hier habe ich Kleiderflohmarkt gemacht. Es wurde echt so viel abgeholt, aber ich habe immer noch einiges. Sobald ihr bei eBay Kleinanzeigen irgendwas reinstellt zu verschenken, ey, das ist so krass. Innerhalb von ein paar Sekunden so viele E-Mails. Du musst das voll koordinieren. Oh mein Gott, wer hat jetzt zuerst geantwortet und so weiter. Das war voll die Koordination. Aber das fand ich total klasse, weil somit bin ich echt total viele Klamotten losgeworden und ich musste Dinge nicht entsorgen, ja, weil das ist ja dann auch oft so, dass man dann irgendwie Dinge nochmal entsorgen muss und mein Bügeleisen war voll alt, also ich hätte echt nichts mehr haben wollen jetzt unbedingt und zack, zack, war es weg. Und ich habe jetzt einfach überlegt, ich warte jetzt wirklich bis zum letzten Drücker und dann stelle ich das nochmal rein, Wohnungsauflösung, alles zu verschenken, holt's euch ab. Mein Schrank, der ist leider immer noch da. Juhu. So, Mausi, wir gehen jetzt Auto abgeben. Krass, gell? Kommst du mit? So, Papiere habe ich zusammen. Und Ersatz. Schlüssel, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, TÜV, Beleg, bis nächstes Jahr noch HU und Kaufvertrag.
Weiß nicht, ob ich ihn brauche, aber ich nehme ihn einfach mal mit. Genau, und los geht's. Mein Auto abgeben. Ja, krass. Ja. Ja, Auto abholen. Goodbye, Auto. So, angekommen. Das war's. Mein liebes Auto. Wow, das ging jetzt oberschnell. Ja, das ist echt der Vorteil, wenn man, glaube ich, sein Auto bei dem Mechaniker seines Vertrauens verkauft. Weil der weiß ganz genau, was eben mein Auto für Macken hat oder was da jetzt noch gemacht werden muss. Und er wusste das schon, weil er vor ein paar Wochen Inspektion gemacht hat. Und es ging ruckzuck, eben 5 Minuten Sache, ja. Vertrag ausgefüllt, Geld, zack, zack, fertig. Jetzt ist es weg. Sind wir zu Fuß unterwegs, gehen eine Runde spazieren. Muss es gerade mal alles so ein bisschen sacken lassen, was heute so passiert ist. Oder generell, was so passiert ist die letzten Tage. Und mein Auto ist weg, meine Wohnung wird immer leerer. Die Schnaken fressen mich auf. Morgen ist Bulli-Time. Sehr, sehr spannend. Die Glocken leiten meinen neuen Lebensabschnitt ein. Ich bin jetzt unterwegs zu meinem Bulli und ein neues Leben beginnt. Ein Leben im Bulli, minimalistisch und ja, tatsächlich ohne Hab und Gut irgendwo gebunkert. Obwohl, naja, wahrscheinlich wird es eine Kiste mit Wintersachen bei einer Freundin sein. Aber ja, tatsächlich bin ich seit 3 Wochen dabei, meine Wohnung aufzulösen. Ich weiß, es war ziemlich sportlich. Ich war ehrlich gesagt am Anfang auch nicht sicher, ob ich das wirklich schaffe. Aber jetzt, wie es aussieht, läuft's. Und es wird bestimmt auch noch mal ein bisschen stressig, aber es macht auch recht, also wirklich richtig viel Spaß. Ja, und jetzt bin ich gerade in Großkrotzenburg bei Hanau. Und hole meinen Bulli ab, meinen grünen Bulli. Ich freue mich total, ich bin echt mega nervös irgendwie. Ja, vom Audi A3 zum VW-Bus 1983. Jetzt kommt er gleich um die Ecke. Da steht er. Seht ihr ihn? Da steht er. Ich krieg jetzt hier noch eine Einführung in den Motor und in das Auto. Erklärt mir jetzt gerade noch hier den Bulli, wie ich hier Wasser nachfülle und so weiter. Der Hammer. Ein paar Ersatzteile habe ich auch gekriegt. Yay, mein neues Zuhause. Okay, das hier ist Öldruck. Wenn das hier auf der Seite ist, dann kann ich losfahren. Das hier ist Öltemperatur. Ich sitze jetzt tatsächlich in meinem Bulli und ich habe ihn gerade abgeholt in Großkrotzenburg, heißt dieser Ort mit dem seltsamen Namen. Und ich bin so aufgeregt, also es ist echt irgendwie so spannend. Schaut mal, das ist er. Hä? Noch nicht eingerichtet, ne? Natürlich. Ich habe ihn gerade abgeholt. Bautzi sitzt nebendran. Genau.
Es ist echt mega spannend. Ich bin jetzt gerade hier bei der Zulassungsstelle angekommen, werde ihn jetzt anmelden und dann ist es ganz offiziell. Und dann fahre ich nach Hause und richte ihn ein, putze ihn, mache ihn sauber und schaue, wie ich es mir hier gemütlich machen kann. Und dann geht es morgen los nach Stuttgart zum Studenten-Meetup mit dem KA Sundance. Und ich komme mit meinem Bulli und fahre dann auch direkt weiter an den Bodensee und möchte dort ein paar Tage verweilen. Und ja, mega aufregend alles. Also genau, ihr werdet noch mehr erfahren und freue mich total über alle, die mich da jetzt begleiten, mich ermutigen und mir Tipps geben. Und ich bin so froh, sonst hätte ich das auch alles, glaube ich, gar nicht gemacht, ja, also ohne euren Support, also gab es so viele tolle Menschen, die mich einfach unterstützt haben und vielen Dank dafür. Ich bin total happy und freue mich und es ist echt so ein ganz tolles Gefühl, obwohl das wirklich, also das Auto lässt sich fahren wie ein Traktor mit 50 km/h, vorher hatte ich 130 und das ist echt eine Umstellung und trotzdem macht es so Bock, also es ist einfach geil, ja. Okay, also ich gehe jetzt mal mein Auto hier bei der Zulassungsstelle anmelden. Bis bald. Ciao.